Also im Kern geht es bei Plan A um die Frage, wie wird die Arbeitswelt der Zukunft aussehen? Wird es den 5-Stunden-Arbeitstag geben? Werden wir alle Arbeitsplätze durch Roboter ersetzen? Niemand kann das wissen, niemand kann das vorhersagen. Und deswegen nutzen wir ein Planspiel, um das zusammen zu diskutieren und einfach mal auszuprobieren. In unseren Planspielen leiten die Spielerinnen und Spieler fiktive Unternehmen. Hier zum Beispiel die Bergström GmbH und Co. KG. Alle ihre Entscheidungen, die sie treffen, haben eine gewisse Auswirkung. Und sie sind frei in den Entscheidungen, die sie treffen. Sie können sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren, sie können sich auf Unternehmenswachstum konzentrieren, aber auch auf Soziales und Mitarbeitermitbestimmung. Aber alles, was sie tun, hat eine gewisse Auswirkung. Diese Auswirkungen werden von einer Simulationssoftware berechnet und den Mitarbeitern in einer Bilanzrunde mitgeteilt. Das führt natürlich zu kompletten Überraschungen oder zu Zielkonflikten und das macht unser Produkt zu so einem interessanten Instrument. Plan A macht einen Proberaum auf. Wir wollen die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu machen. Es geht nicht darum, das Spiel zu gewinnen oder den richtigen Weg frei zu spielen, sondern es geht darum, Erfahrungen zu machen. Wir möchten eigentlich den Raum für Diskussionen eröffnen und nicht für Prognose der Zukunft. Plan A ist ein Probehandlungsraum.